Als Fan nehme ich lange Wege in Kauf. Das Plattenlabel Bear Family Records residiert, wo sonst gar nichts mehr ist, außer Moor, bei voller Sode. Ihre Spezialität, Komplett-Editionen, sogenannte CD-Boxen, dick wie Ziegelsteine, voll mit Musik, illustriert in Wort und Bild, Liebhaberobjekte. Im Katalog finden sich alle Stars der Country-Szene. Hank Snow, Johnny Cash, Willie Nelson und viele andere, deren Namen heute nicht mehr den großen Klang von einst haben. Bear Family Records sorgt dafür, dass keiner vergessen wird. Gerade ist Labelchef Richard Weitz aus den Staaten zurückgekehrt. Er hat nach Aufnahmen von Connie Francis gesucht. Ich muss jetzt hier also dir was sagen. Hast du dich um die Fische gekümmert? Nein. Weitze ist kreativer Motor der 20-köpfigen Bärenfamilie. Er pendelt rastlos zwischen Haupthaus, Archiv, Mail-Order-Zentrale, USA und England. So schafft er es, jährlich 25 Boxen und 50 Einzel-CDs auf den Markt zu bringen. Herr Knülle. Gemeinsam mit Hermann Knülle steuert Weitze das Unternehmen nun seit fast 25 Jahren. Knülle, Mathematiker, kümmert sich um die Finanzen. Weitze, der Musikkenner, ums Inhaltliche. Etwa eine 500.000 Mark muss für eine Box vorfinanziert werden. Dann wartet die edle Kleinauflage auf die Käufer. Geld verdient Bear Family mit den Einzel-CDs. Zwischen Idealismus und unternehmerischem Denken vermittelt ein Hauch von Woodstock, der hier noch über das Gelände weht. Es gibt natürlich Clinch, ist ganz klar. Aber nicht ob Musik oder... Nein. Aber es gibt schon natürlich kollidierende Interessen. Zum Beispiel, Richard veröffentlicht, was er will. Ganz einfach, was er wichtig finde. Und ich muss manchmal darauf achten, dass das Geld zusammenbleibt. Und da gibt es natürlich Interessenkonflikte. Herausgeberische Großtat, die Geschichte der Popmusik, umfasst 52 CDs. Der Preis satte 990 Mark. Aber dafür hat man den Durchblick in einer Schachtel. Neben der englischsprachigen Musik kümmert sich Bear Family auch ums deutsche Liedgut. Richard Weitzes konservatorische Leidenschaft macht nicht Halt vor Ted Herold, Peter Kraus oder Bill Ramsey. High on the mountain, I tell you what I see. The bear tracks, looking back at me. You better get your rifle, boy, before it's too late. Cause the bear's got a little pig and headed through the gate. Aus Sammelfreude wurde 1975 ein Geschäft. Der Wunsch nach Vollständigkeit setzt bei Richard Weitze den Qualitätsmaßstab. Manche Produktion wird so zur jahrelangen Jagd. Beispiel Johnny Cash. Da hatte ich dann schon fast aufgegeben. Da war ich am Johnny Cash am Arbeiten, an der letzten Box. Und ich brauchte eigentlich die Bänder der spanischen Version von Ring of Fire. Und er wusste nicht, wo er sie aufgenommen hat. Und die Bänder gab es nicht. Dann habe ich was ganz anderes gesucht im Archiv. Und sehe eine Karteikarte und da stand auch nicht mal der richtige Titel drauf, stand auch nicht Johnny Cash drauf. Ich sah nur die Karteikarte, ich dachte, das könnte es sein und habe mir die Bänder bestellt. Und zwei Tage später hatte ich die Bänder und es war das Ding. Das war nach 7 Jahren. Auch wenn die Gründerjahre vorüber sind, bleibt der Ehrgeiz wach. Die beiden haben ihr Ding gefunden. Ob ich wüsste, wer zuerst Ring of Fire gesungen hätte? Anita Carter gibt's natürlich bei Bear Family Records. Love is a burning thing. Mit der Zeit wird es Routine und man wird immer ruhiger. Ne? Es war schon abenteuerlicher am Anfang, das ist ganz klar. So gerade in der Anfangsphase, wenn man das jede Fahrt war im Prinzip, man hat sich dann irgendwelche alten Autos geliehen, mit denen man dann bis nach England fahren musste, die brachen und unterwegs zusammen mussten geflickt werden. Und es war einfach viel aufregender als es heute ist. Was in einem 70 Quadratmeter Kellerraum in Bremens Goethestraße begann, wanderte über mehrere Stationen auf den Gutshof bei voller Sode. 1300 Quadratmeter, die man auch braucht. Die Kataloge der Bear Family umfassen über 30.000 Positionen. Etwa 300.000 Einzeltitel sind erhältlich. Von hier aus werden 13.000 Mail-Order-Kunden in aller Welt versorgt. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Doch die Arbeit wird nicht weniger. Im Moment wollen Richard Weitze und Hermann Knülle die frühen Jahre von Nashville dokumentieren. Und ein noch schwierigeres Projekt liegt auf dem Tisch, das mit der Nazi-Vergangenheit und der deutsch-jüdischen Musikgeschichte zu tun hat. But he doesn't give me his phone number. You see, he sent me an email. Okay, because I wasn't sure. He wants to make an interview with you. He might have done that.
Und dann versuchen wir, die Platten zu finden. Die sind also in den 30er Jahren entstanden. Das Label heißt Lucraphon und ist im Grunde genommen ausschließlich von Juden gekauft worden, die auch in den Lagern gelandet sind. Und es ist natürlich so, es sind natürlich nicht viel Platten übergeblieben. Wir haben also jetzt schon in einer New Yorker jüdischen Zeitung annonciert, kam nicht eine Antwort. Ich möchte wetten, er wird diese Probleme in den Griff bekommen. Wie auch bei der letzten Box, die Bear Family Records auf den Markt brachte, Songs of the Depression. Da war weniger die Beschaffung der Musik als die der Fotos kompliziert. Die Ideen jedenfalls gehen den Bären nicht aus, auch nicht im 25. Jahr nach der Familiengründung. Ich mache im Prinzip jetzt mehr Popboxen, also Popmusik im Sinne von populärer Musik der 50er Jahre, sprich Johnny Ray, Doris Day oder Rosemary Clooney. Ich habe so viel Country veröffentlicht, dass die Leute kommen da gar nicht nach. Würden wir Fans gerne, ist aber leider ja nicht umsonst. Für mich ein Highlight im neuen Katalog, Soundtracks der Western-Film-Klassiker, höre ich jetzt den ganzen Tag. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me.